Herzlich willkommen zurück im Mittelerde. Wir spielen noch Mordors Schatten auf der PlayStation 4. Wir sitzen hier noch auf unseren Kalador. War das, glaube ich, der richtige Name? Ja, und hier haben wir eine goldene Mission mit einer Faust, die wir uns mal anschauen, die ausgestoßen. Hilgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Ruhe lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er auch mehr Männer. Schließ dich in der Festung des Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Okay. Befreien können wir. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit? Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur Schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der Schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog, hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folge mir. Als ich das Schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hilgon. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Sammle die Kräuter für das Gift. Wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Kampf. Moment! Ich rieche etwas. So. Noch ein bisschen andere Kräuter, die nehmen wir auch noch mal mit. So, wo ist der letzte Busch davon? Ne, da oben ist unser Kamerad. Da hinten sehe ich noch was grün leuchten, aber jetzt muss doch hier noch was in der Nähe geben. Hier, direkt vor meiner Nase. Voll dran vorbeigerannt. So, Hilgon, ich hab die Kräuter. Und du? Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Hm. Willst du den jetzt Grog brennen und den dann verkaufen? Oder was hast du für einen Plan? Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst.
Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Bringen Sie nichts weiter als stinkende Gerüchte. Tipps, tipps, tipp. Hat gehört, der Waldläufer soll sich hier herumtreiben. Ach, Quatsch. Soll ich nie. Ja, das haben wir schon. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Ach, echt? Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sie schon in die Hosen. Ich mag das auch nicht. Jetzt haben wir zwei Kräuter für das Gift. Keine Ahnung, wie kann es? So, doofe Fies erlegt. Was sollen wir jetzt eigentlich für unsere Jagdquest erledigen? Ratten. Und da ist die zweite Pflanze. Kennt sich hier aber ganz schön gut aus mit einem Orklager. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie? Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Ich auch. So, Nummer 2. Ach, das ist die andere Pflanze, die ist uninteressant. Ups. In die Richtung haben wir zwei Pflanzen. Einmal die hier und dann nochmal die normale. Die nehmen wir aber auch noch mit. Einfach nur, weil wir es können. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Na toll. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Saufen und der Tag in die Tod.
Speere sind offensichtlich die besten Waffen. Reichweite und Schärfe. Mehr braucht man nicht. 5 Schleichtötung. Machen wir nochmal die erste. Unsere Hauptmänner haben sich mit denen aus dem Osten getroffen. Du weißt, was das heißt. Wir schließen uns zu einer großen Armee zusammen. Ja, das heißt, wir werden jeden Widerstand umso schneller brechen. Sehr schön. Und ich breche dir den Schädel. Du greifst jetzt mich an. Ne, sehr gut. Böse Minze Katze. Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Ich sollte weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streiche. Bleibt wachsam! Es könnte zurück. Was war das? Was tust du? Es braucht mehr als einen dummen Geist, um mich zu verbrennen. Aha. Oh, er hat von dem Grog getrunken. Was rein. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. Heute wird es dank des vielen Grogs viel einfacher. Grog? Du willst mehr Grog? Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Würde ich wenigstens ein wenig kriegen. Warte, ich rieche etwas. Die drehen vollkommen durch da draußen, oder? Was? Habt ihr das gehört? Bringen die sich gegenseitig jetzt um? Offensichtlich. Okay. Ich hab genug davon, dass mich hier niemand respektiert. Respekt musst du dir verdienen. Und ich nehme ihn hier wieder. Du hast nämlich deine Kameraden getötet, du Idiot.
Waldläufer liebt es. Dir mein Messer in den Bauch zu rammen? Ja, finde ich klasse. So. Ist ja ein betrunkener Ork. Uruk. Toll, euch würde ich jetzt gerne wegsprengen. So, trinket. Trinket aus. Trinkt! Trinkt! Und rein damit. Du Verräter! Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ach, du kommst sogar hoch. Vielen Dank für die Pfeile. Konnte ich gut gebrauchen. Jetzt gilt es nur noch zu warten. Aber erstmal verstecken. Okay. Oder so. Zwischensequenz. Wie geht's? Komm mit mir. Komm mit mir. Nein! Ich bin's, Vilgon! Huch, da rutscht das Röckchen auch wieder runter. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich wusste, dass du lebst. Ich wusste es. Wir schlafen irgendwann, Talion. Doch wir finden unseren Frieden. Hoffentlich irgendwann. Tada! Ah, da war so ein Finger. Moment. Oder auch nicht. So, machen wir weiter. Ist jetzt nicht so wichtig. So, Auftrag abgeschlossen. Hier haben wir wieder eine kleine Mission. Kleine Mission machen wir hier vorne mal. Nur 100 Meter. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Maden, die unseren Drop stehlen. Solange sie kämpfen können, ist mir das egal. Na? Pieks, 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 pieks. Überall reinpieksen. Danke. Hab Dank, Waldläufer. Ob du meine Trunkenbolde von Freunden auch retten könntest? Sie geraten... Demnächst mal. Andauernd in Schwierigkeiten. Ja. Saurons Armee. Du bist dran. Du bist durch Schleichen zu töten. So, gehen wir schon mal so langsam in die Richtung zu der Mission und ich fange schon mal an, mich zu verabschieden für diese Episode. Ja, wieder mal eine Folge mit normaler Länge. Und wir sehen uns morgen in der neuen Episode
Mittelerde, Morderschatten wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Tipps, Tricks, sonst was habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.